Und es geht wieder weiter mit einer Naruto Chapter Analyse 215 bis 217. Chapter 215, Gaara mit dem Sandsturm. Übrigens, nettes Bild, so von Tenten, also Kapitelbild, sieht ganz okay aus. Ja, Gaara und Kimimaro unterhalten sich ganz kurz und Lee möchte natürlich auch mitkämpfen. Er ist ihm sehr dankbar, also Gaara, dass er ihm geholfen hat, aber er kann auch kämpfen. Gaara hält ihn dann aber fest und sagt, dass er noch nicht fit ist und Lee sieht auch ein, dass er noch nicht ganz so fit ist, wie er sich das gedacht hat und so alles und dass er Gaara dann nur im Weg wäre. So, natürlich setzt Gaara halt auf seinen Sand und Kimimaro selbstverständlich auf seine Knochen und dann sieht man erstmal so einen Schlagabtausch. Die Knochen bringen halt gar nichts, sie kommen gar nicht bei Gaara an, weil er immer mit seinem Sand halt rechtzeitig reagiert und sie dann eben abwehren kann. Also sieht man da schon mehr oder weniger für einen Manga einen guten und dynamischen Kampf. Im Anime ist es natürlich eventuell wieder etwas besser. Kann ich nicht beurteilen, weil die Folgen habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gesehen. Naja, jedenfalls scheint Gaara überlegen. Wir sehen natürlich auch noch ein paar Techniken, die er vorher nicht eingesetzt hat, wobei Sabaku Soso nicht dazugehört. Und ja, er zerquetscht dann Kimimaro auch fast. Der ist dann blutüberströmt und nutzt natürlich erst einmal das Yuen. Ist natürlich erstmal nur Yuen Zustand 1, indem er einfach nur dieses Muster hat. Natürlich kontert Gaara sofort mit Ryu Suaba Kyoryu. Also wieder Sand und da kommt eine riesengroße Sandwelle. Stören tut mich an für sich jetzt nicht, dass es Sand ist, aber wie schnell er immer diesen Sand halt einsetzen tut. Ich meine, er setzt die eine Sandkunst ein, zwei Seiten weiter schon die nächste Sandkunst und mehr als, dass es immer mehr und größerer Sand ist, ist da eigentlich gar nicht. Und von daher finde ich einen Teil seiner Sandkünste zugegeben eher langweilig. Lee nervt natürlich auch ein bisschen mit seinem ewigen "Haben wir gewonnen? Haben wir es geschafft?" und Gaara dann immer "Noch nicht. Nein, noch nicht." Und das wiederholt sich schon so ein bisschen. Allerdings, wie gesagt, als er dann natürlich diese gigantische Sandwelle auf den Gegner niederprasseln lässt, das sieht schon irgendwie cool aus. Ist wirklich eine ganz schöne Menge an Sand. Dann kommt natürlich nochmal Sabaku Taiso, also eben eine große Wüstenbeerdigung. Ist quasi dasselbe, wie wir das schon mal gesehen haben, nur in groß. Und ja, dann endet das Chapter damit, dass man halt sieht, wie eine komische, monströse Gestalt aus dem Sand kommt. An und für sich finde ich das jetzt aber nicht ganz so spektakulär. Klar, man könnte zwar sagen, wie sieht Kimimaro in Hyuen Zustand 2 wohl aus? Das wusste man ja noch nicht, deswegen ist das natürlich, wenn man es das erste Mal liest, ein bisschen spannend. Aber Hyuen Zustand 2, eigentlich so großartig unterschieden haben sich die ganzen Otos ja eigentlich nicht. Und für Lee und Gaara ist es natürlich was Besonderes, weil die noch keinen gesehen haben, aber für die Leser ist es eher ein, ja, wie sieht er aus, wir wissen ja, was es ist. Daher finde ich, das Chapter geht so. Weiter geht es mit Chapter 216, Lanze und Schild. Ja, da ist halt ein Gaara-Kapitelbild, das sieht okay aus, könnte aber besser aussehen. Ist quasi wieder nur der Kopf. Ja, man sieht dann einen gigantischen Baumstumpf war das schon, ja. Und dann hat man halt einen Schwanz gesehen, der da herauskam und dann sah man schon so ein paar Krallen. Gaara interessiert es eigentlich überhaupt nicht, wer oder was da nun rauskommt und sofort greift er wieder mit seinem Sand an und setzt halt Sabaku Kyo ein, also eben Sandsargfessel. Aber Kimimaro kann dem entkommen und er nimmt auch kaum Schaden und man sieht dann eben, er sieht eigentlich genauso aus, wie gesagt, wie die anderen Otos. Halt eine dunkle Haut und dann eben nur überall seine Knochen. Und ehrlich gesagt, ich finde keinen der Otos jetzt wirklich cool in dieser Form, aber das ist natürlich Geschmackssache halt. Ich finde, die sehen alle einfach monstermäßig aus, sollen sie wahrscheinlich eben aber auch. Gaara rechnet mit dem Speed natürlich nicht und wird dann halt angegriffen, aber er nimmt keinen großen Schaden. Lee, wie gesagt, will Gaara helfen, aber er schafft es halt nicht, sodass Lee auch nochmal von Gaara gerettet wird. Und deswegen sieht Lee dann eben ein, dass er Gaara nur zu Lastfallen tut, was er ja vorher auch schon so ein bisschen erkannt hat. Und dann reißt sich Kimimaro noch seine Wirbelsäule raus, sah absolut eklig aus, und setzt dann natürlich Tessenka no Mai ein. Ja, überhaupt seine gesamten Knochenfähigkeiten, also ich glaube, die hatten irgendwie immer was mit Kamillen oder so übersetzt zu tun, weiß der Geier warum. Und ja, daraufhin benutzt er halt auch seinen Arm als eine Lanze und will Gaara natürlich durchbohren, aber mit seiner absoluten Abwehr, Shukaku no Tate, da hat er dann eben quasi gesehen, wie das Ichibi, nur eben in Sandform, dann halt so einen großen Marderhund und der dient ihm halt als Schild und damit kann er das dann abwehren. Dann wechselt das Geschehen erstmal zu Orochimaru und Kabuto und die unterhalten sich so ein bisschen über die Otos und Kimimaro und so. Und dann geht es eben wieder weiter und man sieht dann halt nur, dass Gaara so ein bisschen,
ja, überrascht guckt, wahrscheinlich, weil die Lanze halt durchgegangen ist und Gaara damit nicht gerechnet hätte, das Chapter ist damit dann auch vorbei. Ist an der Stelle natürlich okay gemacht, weil wenn man es beim ersten Mal liest, weiß man tatsächlich nicht, hat Gaaras Abwehr hier jetzt versagt oder eben nicht. Tja, das ist dann natürlich die Frage der Fragen. Was mich übrigens an Kimimaro in Yuen-Zustand 2 immer äußerst genervt hat, war bei den PS2-Spielen. Da war der nämlich so stark, dass mich das damals wirklich ziemlich genervt hat. Ja, heutzutage dagegen geht es so. Das wollte ich aber nur mal am Rande erwähnen. Kommen wir noch zu Chapter 217, für jemanden, der dir viel bedeutet. Ja, natürlich wieder ein tolles, nein, natürlich nicht, Kapitelbild, und zwar Satsukes Gesicht, wie er wütend guckt. Na, was Besseres ist Kishimoto wohl nicht eingefallen. Ja, die Lanze ist halt zerbrochen, Kimimaro blutet, er hat es also nicht geschafft, Gaaras Abwehr halt zu durchbrechen. Allerdings hat er es geschafft, in der anderen Hand hatte er halt seine rausgerissene Wirbelsäule, Gaara zu umschlingen. Der konnte sich aber noch rechtzeitig halt mit seinem Sand schützen. Ja, die beiden unterhalten sich dann da eben und so alles und Kimimaro sagt halt, ja, dass er Orochimaru dient und dass er, selbst wenn er stirbt, für ewig in seiner Seele bleiben wird und so alles. Gaara hält das nur für Schwachsinn und glaubt, dass er eine Gehirnwäsche und so weiter halt bekommen hätte, greift natürlich erneut halt mit Sand an, Treibsand, Kimimaro versinkt da. Lee glaubt, dass es geschafft ist, aber daraufhin setzt Kimimaro nochmal seine ganzen Knochen ein, die da rauskommen. Lee und Gaara, es sieht so aus, als werden sie erwischt. Kabuto und Orochimaru unterhalten sich natürlich erneut über Kimimaro. Ist halt okay, aber man merkt natürlich schon dieses, wie sie sich da so unterhalten und so alles, dass Kimimaro keiner besiegen kann und so. Es ist halt so ein bisschen gepusht und durchbricht auch irgendwie diesen Kampf. Also es nervt so ein bisschen irgendwo, finde ich persönlich. Gehört zwar dazu, aber naja. Jedenfalls, Gaara hat dann sich und Lee erstmal gerettet, indem beide eben auf so einer Sandwolke sitzen. Ist natürlich an der Stelle interessant. Klar, Sand kann natürlich durch die Luft so gewirbelt werden und schweben, aber kann der Sand wirklich so leicht sein, dass Gaara und Lee auch noch darauf sitzen können? Aber an und für sich trotzdem ganz interessant, die Kunst. Und ja, natürlich taucht Kimimaro hinter den beiden auf, will mit der Lanze nochmal zustechen. Gaara ist da schon mit seinem Sand bereit, wäre aber zu langsam gewesen und Kimimaro ist dann halt auch tot. Man hat auch schon irgendwie gemerkt, dass er sowieso stirbt. Man wusste ja eh, er war sowieso schon krank. Allerdings war natürlich die Frage, wird er in diesem Kampf sterben oder nicht? Weil man wusste ja auch nicht, wie weit diese Krankheit nun fortgeschritten ist. Aber dadurch, dass sich Kabuto und Orochimaru unterhalten haben und kaum war er tot, sagt Orochimaru auch, Kimimaro ist mir schon egal. Ich warte nur noch auf Satsuke und so alles. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß nicht. Theoretisch soll man jetzt Mitleid mit Kimimaro haben? Theoretisch irgendwo vielleicht schon. Ich meine, er hat das alles für Orochimaru gemacht und er hat ihn angehimmelt. Warum er das getan hat, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Und dann kommt von dem letztlich, als er tot ist, nur Kimimaro ist mir egal. Also eigentlich unterstreicht es ja nur, dass Orochimaru ja wirklich diese Wegwerfwaffen hat und diese Waffe, die ihm nützlich ist. Und alles andere ist eigentlich egal. Ja. Gaara erwähnt dann daraufhin, dass er eigentlich beinahe verloren hätte. Lee sagt aber auch, dass eben auch Glück eben zum Können dazugehört. Das hätte er von seinem Sensei. Daraufhin sagt Gaara halt dieser aufdringliche Typ und beleidigt für Lee Guy damit indirekt und der beschwert sich dann. Und daraufhin sagt dann eben Gaara, es ist genauso eben wie bei dem Typen. Wenn jemand, der dir viel bedeutet, beleidigt wird, dann fühlst du dich halt auch eben verletzt und so alles. Und er sagt, egal ob das ein böser Mensch ist oder sowas, es ist immer noch besser als Einsamkeit und so. Und das ist halt genauso. Also er denkt natürlich wieder an Naruto. Und damit ist es auch so, dass das Chapter auch endet, indem Naruto nach Satsuke ruft und ihm dann gegenübersteht, so mehr oder weniger, also weil Satsuke ist noch mit dem Rücken zu ihm. Und beide stehen halt da im Tal des Endes, im Tal des Schicksals, wie es eben in den verschiedenen Fassungen genannt wird. Naruto natürlich auf dem Hashirama und Satsuke, wäre jetzt gedacht, auf dem Madara-Kopf. Und ich gebe zu, der Kampf zwischen Gaara und Kimimaro war natürlich toll. Wie gesagt, ein paar Sandtechniken waren nett, aber im Prinzip war es immer nur dasselbe. Großer Sand oder Sand, mit dem ich dich zerquetsche. Also schon ein bisschen einseitig an der Stelle. Und eigentlich war dann wirklich nur interessant, Naruto trifft jetzt auf Satsuke und man fiebert natürlich mit. Wie werden diese beiden aufeinander reagieren? Ich denke, das ist dann eher das Highlight und ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie hat euch denn der Kampf Gaara gegen Kimimaro gefallen? Hättet ihr euch etwas anderes so an Sandfähigkeiten? Habt ihr da irgendwelche Ideen? Oder gibt es Techniken, die ihr lieber gesehen hättet als immer nur dasselbe im Prinzip? Oder seid ihr Fans davon? Schreibt es mir in die Kommentare.